Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Macher-Modus-Box von Blut und Kasse. Wie immer findet ihr alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes unter diesem Video in der Videobeschreibung. Macher-Modus von Blut und Kasse. Nach Macher oder Träumer. Und dann nach dem Kollabo mit Peders, 100% Macher, ist nun also Macher-Modus draußen. Das erste Release von Blut und Kasse, das in Boxform erschienen ist. Sieht aus wie eine dreckige Wand, alles etwas abgefuckt. Hier ist eingeritzt Blut und Kasse in der Wand, die Pfeile und hier der Knopf. Mit dem Logo verziert und dann auch noch der Schriftzug Macher-Modus. Ansonsten schwarz-gelbe Ränder. Auch hier die Wand. Hier ebenfalls ohne Logo, ohne irgendwelche Schriftzüge. Und auf der Rückseite alles schwarz, beziehungsweise hier noch die Credits. Gut, dann schauen wir mal, was sich darin befindet. So, wir haben einmal ein T-Shirt, ein Bandana, einmal die Instrumentals zum Album, einmal die A Cappellas zum Album, einmal das Album an sich und ein Poster. Okay, wir fangen wie immer an mit dem Album an sich, was auf den ersten Blick auffällt. Wir haben mal wieder ein super Jewel Case, gefällt mir sehr gut, bin ein Fan davon. Blut und Kasse, Macher-Modus, selbe Optik wie auch schon auf der Box und hier der gelb-schwarze Streifen bzw. Balken in der Seite verarbeitet. Die Tracklist sieht folgendermaßen aus. Wir haben 15 Tracks und wir haben als Features Peders, Silla, Sido, UFO361, und Yoshimitsu. Und hier sehen wir Blut und Kasse samt ja, Assistentin, Sekretärin. Alles hier schön in dieser Blut und Kasse, in dieser Schwarz-Gelb-Optik, sogar die Mappe mit Logo. Gefällt mir gut. So, dann werfen wir zuerst mal einen Blick in das Booklet. So sieht das aus. Das heißt, wir haben hier, wie so oft, die Tracks einzeln aufgelistet, inklusive der Infos. Und hier wieder leicht bekleidete Frauen. Die Frage, ob das auch dieselbe ist, hier auch die Assistenz auf der Rückseite des Albums war. Könnt ihr selber entscheiden. Naja, schwer zu sagen. Da sie ja hier vermummt ist und keine Brille trägt. Aber es wäre naheliegend, da sie auch hier wieder diese Strümpfe trägt. Egal. Ja, da ist sie wieder. Weitere Tracks und Bilder. Hier nochmal das Bild im Querformat über beide Seiten. Blut und Kasse. Und hier nochmal die Gang. Auch hier wieder die Frau. Alle in Blut und Kasse Merchandise. Sehr schön. Und hier noch die Credits. Okay. Booklet zurück ins Album. Jawohl. Und das Album sieht so aus, beziehungsweise die CD. Blut und Kasse, Macher-Modus, wieder in dieser Wand- und Knopfoptik. Das ist die Rückseite. Ebenfalls wieder der Knopf und die Wand. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir die Instrumentals in der Papphülle. Hier haben wir die Tracklist unten aufgelistet. Schwarz-Gelb. Und hier
mache Modus Instrumentals. Und dann haben wir noch eine paar Pühle. Auf dieser sind dann die A Cappella-Versionen des Albums, der Tracks. Das Ganze in schwarz-rot gehalten. So sieht das aus. Macher-Modus A Cappella. Gut. Dann haben wir das Bandana. Welches ebenfalls das Logo von Blut und Kass beinhaltet. In Gelb, ansonsten das ganze Bandana schwarz. Keine Zierleisten, Rahmen oder sonstigen Elemente, sondern lediglich dieses Logo. Schauen wir uns gleich nochmal dann an im Detail, wie das getragen aussieht. Dann das T-Shirt, das wir uns dann ebenfalls noch ansehen im Detail, wie es getragen wirkt. Hier wieder das Logo BK. Das T-Shirt ist komplett schwarz und überraschenderweise, gibt es echt selten, aber ich stehe total drauf, hat einen Neckprint. Das heißt, ihr habt auch hier im Nackenbereich auf dem Rücken das Logo hier am T-Shirt. Sieht gut aus. Und hier dann noch die Info. Wir haben, wo steht es? Etwas für Knietert. Also, wir haben hier ein Gildan Soft Style in Größe L, 100% Baumwolle, made in Bangladesch. Sehr schön. Wie gesagt, schauen wir uns gleich nochmal an, wie das getragen aussieht. Vorher noch einen Blick auf das Poster. Also, rein vom Gefühl her, ich meine, es ist etwas stärkeres Papier, aber das dürfte echt gewaltig sein. Also, dieses Poster muss echt groß sein. Wir werden gleich mal schauen, ob sich das bewahrheitet oder ob ich mich geirrt habe. Na, ist die Frage, ob wir es überhaupt aufbekommen. Ach du Scheiße. Okay. Also, das ist gewaltig. Wir werden die Kamera mal kurz herausnehmen. Also in meinen Augen das größte bzw. mächtigste Poster, was ich je gesehen habe in einer Box. Wir haben hier das Foto bzw. die Abbildung, wie auch schon auf der Rückseite der CD. Ihr erinnert euch, so hat das Ganze ausgesehen. Und jetzt haben wir das Ganze nochmal im Riesenformat auf Poster. Also hier dieser Tisch und dann Blut und Kasse inklusive der netten Dame hier. Hier ist er, BK mit Laptop, Macher-Modus-Logo, 100% Macher, Blut und Kasse. Gefällt mir außergewöhnlich gut, sehr sehr gut, und obwohl das Poster so riesengroß ist, ihr seht es, man sieht diese Faltlinien so gut wie gar nicht. Also es ist echt hier zum Beispiel durchgängig und es ist zwar jetzt wegen dem Licht, aber es ist jetzt nicht irgendwie großartig abgenutzt oder weiße Ränder. Und hier an der Rückseite sehen wir noch sehr viele Tags, hier zum Beispiel könnt ihr sehen, steht Sido und hier sind noch viele Details versteckt. Gut, dann schauen wir uns mal das T-Shirt an und das Bandana im getragenen Zustand. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. BK, das Logo hier in Gelb auf schwarzem T-Shirt und hier in Kombination mit diesem Bandana. Gefällt mir echt gut, gerade auf die Kombination zwischen Bandana und T-Shirt. Und wie auch immer dieses Logo sich einmal ausgedacht hat, also ob es wirklich BK persönlich war, irgendein Manager oder irgendein anderer kreativer Kopf im Hintergrund, riesen Respekt, also dieses Logo, ich finde es unfassbar gelungen. Gerade auch
in dieser Farbkombi schwarz-gelb, aber geht genauso schwarz-rot, schwarz-weiß oder Camouflage, wie auch immer. Ich finde es unfassbar geil. Und es ist auch, also man sieht natürlich hier links, das ist das B, rechts hier das K. Ich finde, es hat einfach was. Also es erinnert mich ein bisschen an, weiß ich nicht, an eine Automarke, sowas wie, ähnlich wie Maserati oder Königsegg, einfach von der Form her, dass es unten so spitz zuläuft, hat ein bisschen sowas von einem Schild. Königsegg hat auch so ein Schild. Und dann eben hier diese drei Streifen. Ich weiß, es ist jetzt kein Dreizack, aber ich finde, es strahlt halt einfach so eine gewisse Macht und Prestige aus. Also ich finde es extrem, extrem cool. Und mit dem Bandana ist natürlich die Sache, könnt das natürlich so tragen zum Fahrradfahren, Motorradfahren, wie auch immer im Straßenverkehr eventuell. Oder auch einfach hier so als Halstuch tragen. So, und wie immer zum Abschluss fassen wir zusammen, was sich alles in der Box befunden hat. Wir haben einmal das eben gezeigte T-Shirt inklusive dem eben gezeigten Bandana, beides in schwarz-gelb mit BK-Logo. Das riesengroße Poster. Das Album Machermodus an sich im Jewelcase inklusive A Cappella-Version und Instrumentalversion. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box von Blut und Kasse, Machermodus. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.